Wir suchen Verstärkung und zwar ganz, ganz wichtig, jemand, der meine Videos schneiden möchte. Am besten muss es besser werden als jetzt schon. Das ist natürlich immer der Wille und der Wunsch. Und denn mein jetziger Schneider muss leider aufhören, denn er ist im Studium sehr, sehr beschäftigt. Von daher, jemand sollte sich auskennen, am besten ein bisschen mit Photoshop und vor allen Dingen auch mit Adobe Premiere und kann 3D-Effekte und so weiter einbauen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der gerne mit in mein Team möchte. Ganz, ganz dringend gesucht. Gerne an die E-Mail-Adresse, die ich hier einmal einblende, rohwegeanamlimit@web.de. Einmal vorstellen, vielleicht ein paar Videos und so weiter, dies, das, mir schicken und wir kommen sicherlich bald ins Gespräch. Nun aber zu etwas sehr Erfreulichem, diesem Video. Und zwar geht es um ein Review. Ich antworte auf ein Video von einem YouTuber, Raw Spirit, und der hat vor kurzem vorgestellt, eine Studie, ja. Die Konklusion dieser Studie war, dass je mehr Cholesterin oder Eier zu signifikanten erhöhten Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter geführt haben. Das wollte ich einmal genauer thematisieren. Ja. Es war knapp 30.000 Probanden dann dementsprechend. Eine Metastudie war das. Und ich wollte diese ganze Sache mal etwas Objektivität verleihen, weil ansonsten die Studie leider nur sehr, sehr oberflächlich die Gründe bzw. versucht hat, hier die Kausalitäten ins Licht zu rücken. Und das ist nicht ganz so, wie die Studie es darstellt. Und das möchte ich einmal hier sagen. Ich bin kein Befürworter für Eier, falls das jetzt direkt viele denken. Ich lebe immer noch vegan und ich werde auch keine Eier konsumieren aus verschiedenen Gründen. Fängt an, der ethischen Gründen, Kükenschreddern und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass Proteine aus Tieren jetzt nicht für uns gemacht sind, aus verschiedenen Kontinenten und so weiter. Gibt es vielleicht keine Hühner oder so, von daher glaube ich nicht, dass es unsere Ursprungsnahrung war oder dieses involviert war in unserer Ursprungsnahrung. Gibt viele Gründe, aber trotzdem möchte ich einfach nur Objektivität hineinbringen. Ja? Und zwar, ich finde es sehr, sehr interessant, dass in der Studie wurde dann verschiedene Probanden dann inkludiert, ja, Raucher, Alkoholkonsumenten, verschiedene Abstammungen, das heißt verschiedene Hautfarben, ne, Diabeteserkrankungen, verschiedene Bildungsgrade und so weiter. Das fand ich schon mal sehr, sehr gut, dass da alles abgefrühstückt worden ist. Das sehen wir hier auch einmal aufgetragen, die verschiedenen. Jetzt nochmal ganz kurz zur Erklärung. Hier sehen wir auch den Graphen nochmal, ja, das heißt, je mehr dementsprechend Eierkonsum vonstatten gegangen ist, desto höher war die Sterblichkeitsrate. Hier sehen wir den Graphen. Rechts sehen wir Zahlen, ja, das ist ja wieder eine 1, eine 2 und eine 3, das ist die Hazard Ratio. Das muss ich euch einmal ganz kurz erklären. Wenn diese größer als 1 ist, dann heißt das, mehr Eierkonsum gleich mehr Sterblichkeit. Wenn diese kleiner als 1 ist, dann heißt das, mehr Eierkonsum, weniger Sterblichkeitsraten. Ist diese dann 1, dann ist klar, dann keine Wirkung. Und wie wir hier sehen, ist diese dann über 1 jeweils. Ja, das heißt, ja, mehr Eierkonsum hat anscheinend hier wirklich zu mehr in verschiedenen Altersgruppen, Hautfarben und so weiter, overall dazu geführt, höhere Sterblichkeitsrate. Ja? Und dann wurden auch noch verschiedene Ernährungsformen inkludiert, ja, das heißt Fleisch, mehr Fisch, Früchte, Nüsse und so weiter. Und wir sehen ja auch hier, die Hazard Ratio war in allem über 1. Ja? Der Strich hier verläuft definitiv nicht durch 1 oder unter 1, sondern über 1. Ja? Das gleiche wurde dann dementsprechend auch nochmal für nicht nur für Eier, sondern auch für Gesamtcholesterin allgemein gemacht, wenn man Cholesterin zuführt. Genau genommen kann man sagen, tierische Lebensmittel, denn pflanzliche Lebensmittel enthalten kein Cholesterin. Und hier sehen wir auch nochmal den passenden Graphen dazu. Hier sehen wir ungefähr das gleiche Schema. Ja? So, und jetzt möchte ich nochmal ganz, ganz wichtig auf mein vorletztes Video eingehen. Und zwar, da habe ich meine Blutwerte kontrollieren lassen. Und da habe ich sehr, sehr einsichtig gezeigt, dass anscheinend der Cholesterin, ja, der Total Cholesterin, von dem hier gesprochen wird, nicht eine bzw. keine signifikante Aussage, in verschiedenen Studien habe ich es hier dargelegt, zeige ich hier zum Beispiel, darüber treffen konnte, nach Erhöhung gleich mehr Sterblichkeit. Das heißt, die Odds Ratio war nicht deutlich über 1. Ja? Das heißt, sie war ungefähr 1. Das heißt, keine Korrelation so wirklich, beziehungsweise kaum Korrelation. Keine ist falsch. Es hat eine Korrelation, aber eine sehr, sehr leichte. Von daher an diese Kurve, die hier gezeigt wird, mit diesem steilen Graph,
die kann nicht korrelieren mit denen aus den anderen Studien der Totalcholesterine. Und zwar, diese Studie unterliegt diesen anderen Studien, weil die anderen Studien noch HDL, LDL und Triglyceride mit involviert haben. Und das macht diese Studie überhaupt nicht. Von daher an würde ich sagen, diese Aussage, dass der Totalcholesterin dafür verantwortlich ist, ist falsch. Sondern was man hätte hier machen müssen in der Studie, man hätte das HDL-Verhältnis zu LDL kontrollieren müssen und vor allen Dingen das HDL zu Triglycerid-Verhältnis, was anscheinend momentan nach Studienlage der ausschlaggebendste Punkt für kardiovaskuläre Krankheiten ist. Von daher vermute ich, dass durch den Konsum von minderwertigen Eiern, ich komme gleich dazu, was minderwertige Eier heißen, ja, es gibt auch hochwertigere Eier, minderwertige Eier, was natürlich der Hauptbestandteil, ne, von Eierkonsum dementsprechend ausmacht, ja, dass das der natürlich zeigt, dass anscheinend das Triglycerid nach oben geht und HDL nach unten geht, das gute Cholesterin. Und dass das wahrscheinlich hier der Hauptgrund gewesen ist. Denn wenn wir sehen, ist das HDL-LDL-Konzentration 330% mehr aussagekräftig auf kardiovaskuläre Krankheiten als das Totalcholesterin. Und damit völlig insuffizient, ja, hier so gesehen. Die Aussage ist, dass das Totalcholesterin dafür verantwortlich ist, sondern eher die Verzerrung der einzelnen Untercholesterinparameter, LDL, HDL und Triglyceride und so weiter, diese Verhältnisse anscheinend dafür verantwortlich sind. Und das geht aus der Studie hier überhaupt nicht hervor. Jetzt gibt es Menschen, die machen sich Panik, weil sie so Cholesterinwerte von, sagen wir mal, 180 haben. Wenn das HDL, LDL und das Triglycerid-HDL-Ratio immer noch in Ordnung ist, dann sind diese Menschen auch immer noch ganz gut gesund, ja? Und müssen keine Medikamente panisch einwerfen oder sonst was. Ihr wisst, was ich meine, ja? Das ist hier nicht gut dargestellt. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist an dieser Stelle das Omega-3-Verhältnis. Es gibt Eier und es gibt Eier. Es gibt leider, warum dieses Video so gut ist, weil es anscheinend sehr wahrscheinlich darauf zielen wird, dass diese Menschen, die Eier konsumieren, auch der Großteil der ist, der nicht hochwertige Eier konsumiert. Also habe ich mir gedacht, Eier ist ja nicht gleich Eier. Kein Lebensmittel ist ja nicht gleich Lebensmittel. Wisst ihr, was ich meine? Es kommt ja auf die, wie ist es gewachsen an. Also habe ich mir gedacht, was ist das Sinnvollste, wann würde ich am ehesten ein Ei essen? Und dann habe ich mir gedacht, natürlich, wenn ich Leinsamen konsumieren würde. Und dann habe ich natürlich nach Studien gesucht, was passiert, wenn ein Teil substituiert wird der Ernährungsform und Leinsamen inkludiert werden in jene Ernährung der Hühner. Und auch dazu gibt es dann dementsprechend Studien, und zwar diese Studie hier. Und zwar, was wir dann sehr schön sehen, wenn wir das Ei dann dementsprechend untersucht, nachdem es dann einige Tage bis 56 Tage mit bis zu 15% Substituent von Leinsamen dementsprechend gefüttert worden sind, dann sehen wir, dass das Omega-3-Verhältnis vorher 8,39, ja, später 2,0, das heißt, sich Faktor 4 verbessert hat. Wir hatten vorher ein Verhältnis von Omega 6 zu Omega 3 von 8 zu 1 und später von 2 zu 1. Ja, das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Und das wurde auch stetig besser. Von 5%, 10%, 15%, immer wurde das Omega-3-Verhältnis zu Omega-6-Verhältnis immer besser. Das sehr Schöne ist hier auch, wir haben hier auch DHA und EPA, das heißt die weiter umgewandelten Formen von Omega-3, die unser Körper selbst noch umwandeln muss, die wir hier in den Eiern theoretisch direkt schon zur Verfügung gestellt bekommen, unser Körper. Ja. Die Umwandlungsrate ist bei unserem Körper so circa 10%, bei Frauen etwas höher, bei Männern etwas niedriger, Frauen bis 20, Männer bis 5. Und da sehen wir zum Beispiel auch, dass die Alpha-Linolensäure, das heißt die Omega-3-Säure hier auch, ja, auch deutlich gestiegen ist, ja, um fast Faktor 6 mal gestiegen. Ja. Das heißt, das kann doch nicht das Gleiche sein. Ja. Und jetzt sehen wir auch, dass der Totalcholesterin sich ebenfalls nach unten korrigiert. Das heißt, dass die Eier dann auch dementsprechend weniger Cholesterin enthalten haben. Ja. Jetzt schauen wir uns einfach mal die Cholesterinwerte und die Triglyceride des Tieres selbst an. Ja. Da sehen wir zum Beispiel, dass auch hier der Cholesterin nicht nur des Eis und auch des Tieres gesunken ist. Ja. Und von 16,86 auf 12,23 und auch die Triglyceride von 2,12 auf 2,28 gesunken sind. Ja? Genauso wie MDA, das heißt ein Marker für oxidativen Stress, der ist ebenfalls gesunken. Das Glutathion, das körpereigene, mit das wichtigste Antioxidant, ist ebenfalls gestiegen. Ja? Das gleiche wollte ich nicht ganz glauben, habe es nochmal in einer anderen Studie gesucht und auch hier sehen wir zumindest erstmal, dass das Körpergewicht und auch die Rate, in der das Ei gelegt hatte, sich dadurch nicht verändert hat durch die Gabe von 100 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Leinsamen.
Und hier sehen wir auch, dass das Gleiche ebenfalls, dass das Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis sich sogar nicht 4:1-Verhältnis, sondern 5:1-Verhältnis sogar verbessert hat noch zu den vorherigen, zu der Kontrollgruppe. Ja? Hier sehen wir genau das Gleiche. Ja? Und naja, jetzt kann man natürlich sagen, also wir wissen jetzt, dass aus 1000 Studien hervorgeht, dass das Omega-3-Verhältnis, ja, sehen wir es zum Beispiel in dieser Studie hier, dass Anteil von Cholesterin zugeführt worden ist bei Säugetieren von 2% und dann dementsprechend die Arterienverkalkung Plaques deutlich zugenommen hat. Ups, wo? Noch da? Zugenommen hat. Hingegen bei 15% Kaloriensubstitution mit Leinsamen sehen wir diese Plaques deutlicher Rückgang. Und das liegt natürlich an den Omega-3-Fettsäuren. Ja? Es gibt wirklich sehr, sehr viele Korrelationen, die zeigen, dass Omega-3 halt eben die Sterblichkeit, Herz-Kranz-Gefäße und so weiter, Erkrankungen deutlich senken. Ja? Da sehen wir zum Beispiel hier an der Odd-Ratio, ja? Die muss ja dann unter 1 liegen. Je mehr Omega-3, desto weniger Sterblichkeit. Und hier sehen wir natürlich auch die alle, die sind alle unter 1. Ja? Sehen wir hier 0,76, 0,6 und so weiter, 0,65, die sind ja alle unter 1. Das sehen wir auch hier auf den Graphen alle nochmal aufgetragen. Ja? Und jetzt haben wir das Dilemma. Ja? Jetzt haben wir einerseits, sagen wir, okay, die Eier sind so gesehen schlecht, weil Cholesterine anscheinend das verzerrt, unsere Blutfettwerte und des Weiteren die Sterblichkeit dadurch hochgeht und das Omega-3-Verhältnis auch schlecht ist von den Hühnern, weil die natürlich auch nur Saaten bekommen, die ein schlechtes Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis haben. Und damit die Sterblichkeit dann sinkt, aber wenn wir Eier nehmen würden, die letztendlich dann viel Omega-3 enthalten, führen wir unserem Körper wieder viel, viel Omega-3 zu, was dann anscheinend das Risiko senken würde. Jetzt brauchen wir noch eine Studie, die zeigt, was passiert, wenn Menschen bekommen würden Eier, die zuvor von Hühnern stammen, die Leinsamen bekommen haben. Was passiert dann? Ist dann die Sterblichkeit ebenfalls? Ist der Graph dann halt eben noch so? Und genau das habe ich hier nicht für euch, denn das gibt es leider nicht. Von daher kann man wirklich nicht terminal sagen, dass es auf jeden Fall so ist, sondern man müsste sagen, aus konventionellen Eiern ist das sehr, sehr richtig und das trifft nur mal auf den Großteil unserer Menschheit zu. Von daher ist die Daseinsberechtigung dieser Studie definitiv da. Nur kann man keine wirklich totale Aussage darüber treffen, ob Eier das wirklich schlecht sind, denn man muss im Verhältnis sehen, den Cholesterin, das man zuführt, beziehungsweise die Verzerrung, die eventuelle des HDL, LDLs und so weiter, durch die zusätzliche Cholesterin, im Verhältnis zum Omega-3, was man durch diese Leinsamen bekommen würde, das müsste sich gegenseitig aufheben und was unterm Strich dann besser ist oder nicht, das ist hier die Frage. Ja. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Frage. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es handhabt. Was ich damit nur sagen will, ich konsumiere keine Eier, weil es mir einfach zu riskant ist, weil es dazu keine Untersuchung gibt und das würde ich auch nicht riskieren und natürlich die Ethik auch einen Punkt spielt. Ne? Was ich aber sagen will, wenn du tierische Produkte konsumierst, achte darauf auf das Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis. Gras gefüttert und solche Sachen, Leinsamen und so weiter inkludiert in den Lebensmittelauswahl der Tiere und dann hast du definitiv einen Vorteil, falls du Tiere konsumierst. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen mehr Objektivität reinbringen, meine Meinung nochmal dazu. Würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben für meine Arbeit natürlich. Würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt und damit ihr informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Ganz, ganz wichtig, schreibt mir Anregungen in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, einen Kommentar zu lesen. Ich antworte dir. Schaut sehr gerne auf vitasomal.de vorbei. Meine liposomalen Supplements mit deutlich erhöhter Bioverfügbarkeit. Wir haben auch ein neues Produkt. Wir sehen uns hoffentlich dort gleich wieder. Bis dahin. Ciao.